Hier zeige ich euch den schönen Anhänger Dreiachser von Annaburger. Von außen sieht er top aus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Im Shop ist er hier. Sieht man Textur, alles schön beschrieben. 46.000. Perfekt. So, dann steigen wir mal ein. Dafür braucht man natürlich einen großen Schlepper. Man sieht schon links oben, man hat Längsachse. Die kann man mit entsperren oder nicht. Jetzt ist sie entsperrt. Jetzt sieht man schön, das funktioniert soweit. Zack. Geht sie mit oder sie ist gesperrt. Man sieht mit Y Liftachse hoch. Zack. Das funktioniert auch. Und schon ist er Luft. Und man hat mit Numpad 0, zack, noch eine Hilfe, sieht man auch schön. Numpad 7 ist Silageaufbau. Perfekt. Kleiner Silageaufbau. Plane ein aus ist mit Numpad 8. Okay, die Tasten sind bei mir ein bisschen verschieden. Okay. Und dann, ja, N haben wir. Lenkachse entsperren. Zack. Das hatten wir schon. Und mit der linken Maustaste haben wir Deichsel auf ab. Linke Maustaste nach oben und unten. Zack. Können wir vorne noch die Deichsel heben, senken. Wenn wir zum Beispiel den Reifen hochfahren lassen. Mit Y, zack. Ja, mal anders drehen. Mal gucken, was am besten sieht. Können wir hier noch den Anhänger aufheben. Dann kann man sicher gehen, dass der Reifen vom Boden entfernt ist. Spitze Sache. So, viel mehr werde ich euch auch nicht zeigen. Wie gesagt, man hat hier verschiedene Silageaufbau oder eine Plane. Man braucht für den Mod Moralistik. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mod. Die Lok, was sagt die? Die sagt komplett fehlerfrei, also gibt es keine Probleme. Dann wünsche ich euch viel Spaß und ciao Leute, bis zum nächsten Mal.